So, hallo, wir machen weiter bei Kaizo Kindergarten, was teilweise allerdings dann schon mehr an ein Gymnasium erinnert, wenn man die Luigi-Stellen spielt. Gut, jetzt machen wir mal hier weiter mit Air Movement. Ah, ich sollte den Dings wechseln. Wir sind wieder hier. This level teaches you how to adjust your horizontal position while airborne. Yo. Ja gut, alles klar. Ja, das war schlecht. Das sollte ich eigentlich wirklich hinkriegen. Also, das ist der Intro-Screen. Dankeschön. Ich setze hier auch nur selbst jetzt, dass ich schneller laden kann, wenn ich runterfalle. Die Stellen spiele ich schon erstmal ohne. Ja. As you approach a corner, I'm told to get max speed when you... Ah, oh je. Ah, oh, danke. Danke. Aber gut zu wissen, dass der einer ist, denn dann heißt das, dass da oben die Tür ist. Wo ist der andere? Hä? Ach so, die... Das war wieder selten dämlich. Links, rechts, überall, nur nicht über mir, wo es offensichtlich wäre. Was wollte ich denn? Das wollte ich nicht. Na, bis der lädt, dauert das immer ein bisschen, deswegen lade ich dann einfach über Save States. Geht schneller, kostet weniger Zeit. Und lässt mich nicht so schnell die Nerven verlieren. Finde ich gut. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Speed. Mist. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Wir haben es doch vorhin hingekriegt. Dankeschön. So, hier brauche ich jetzt weniger. Ah! Das wird ein spaßiges Schloss am Ende übrigens. Ich warte ja auf die Räume, denen mir Shelljumps beigebracht werden und solche Geschichten. Da wäre ich eher dafür. Nicht so Mario-Physik-Zeug. Das verstehe ich eh nicht so wirklich. Nein! Was tue ich denn? Come on. Dankeschön. Ich hab's noch gemerkt, als ich drüber bin, aber da war es halt schon zu spät. Wenn man dem Tod halt schon ins Auge blickt, dann ist es ja schon vorbei. Ah, das hätte ich jetzt gedacht, dass es klappt. Oi. Aber Multiple Tabs schreibt er. Das ändert doch nichts, oder? Muss ich echt mehrmals nach links und rechts drücken? Macht mich das schneller? Fühlt sich nicht so an. Mal testen. Ja, macht er das schon ein bisschen schneller.
Vielleicht einfach mal wirklich genau das beachten, was da steht. Ah, so halt nicht. Ich habe halt das Gefühl, wenn ich die Richtungstaste verlasse, dass ich dann auch die Richtung, dass dann die Richtung weniger wird, wenn ich da nicht mehr auf der Taste drücke, aber das ist wahrscheinlich Quatsch. Der behält genau das bei, was ich ihm sage. Da wäre es jetzt eigentlich sinnvoll, auch da oben wieder den Dings zu haben. Habe ich den weggedrückt? Warte, wie ging denn der an? Ne, der ist eigentlich da, aber jetzt gerade nicht. Okay. Warum er jetzt da weg ist, weiß ich dann auch nicht. Ich setze jetzt mal hier ein Safe-Set, was soll's. Ist halt Quatsch, immer wieder den Anfang da zu sehen. Ah, okay. Ich hab's jetzt halt mehr mit der Sprungtaste reguliert und nicht mit den Pfeiltasten. Weiß nicht. Yay. Mit ihr Movement on Moving Enemies. Natürlich. Warum nicht? This level teaches how to land on moving enemies using techniques from the previous level, the most important test. Ja, also ich weiß, dass der danach da geht und dann kann ich da drauf und dann geht es weiter. Ich wollte eigentlich nicht ein extra State da, aber es ist egal, das war jetzt ja nicht schwierig. Entschuldigung, ich mach keinen mehr. Ja, so dass er halt rausrutscht. Ach so. Ja, in dem Fall genau nicht. Okay. In dem Fall will ich also, dass er mir nicht rausrutscht. Sondern dann hier den Kick macht. Schlecht. Gut. Ah! Nu! Nu! Nein, scheiß Fisch! Ach, warum lädt ich den? Warum? Ja, gut, machen wir das nochmal, das ist okay. Das ist das Problem, wenn man dann den State automatisch laden will und keinen neuen gesetzt hat. Also, ich sollte schon jeden Raum einen setzen, das wäre ganz klug. So, komm her. Dann kann ich auch wieder richtig laden an der Stelle, wo ich laden will. Nein! Dummer Fisch. Also den sollte ich nicht berühren, ja? Verstanden. Dann halt nicht. Oder ich gehe so schnell hin, dass ich über den Fisch drüber komme. Geht das vielleicht? Wobei nicht der Fisch dumm ist, sondern die Blase. Da könnte ja auch ein Pilz drin sein, das wäre genau das gleiche. Nur hier oben drüber komme ich nicht. Warte mal. Ha! Easy. Oh Gott. Keine Ahnung, ob das so gedacht war. Aber hey. Was immer funktioniert, nicht wahr? Ah, ich wollte gerade sagen, da kommt doch jetzt noch was. Oh nein, muss ich da schnell sein oder reicht es, einen normalen Sprung zu machen? Ein normaler Sprung reicht, sehr schön. Yay, Nummer 13. Ach, jetzt darf ich das nochmal machen. Das war so klar. Es war so klar, dass ich es jetzt verhaue. Wenn ich es einmal schaffe, dann schaffe ich es kein zweites Mal. Ist doch logisch. So, easy. Yay! Switching between Jump Types. Kommt jetzt...
Nein, jetzt gibt er mir das mit LR, ja. Aber das ist ja kein normaler Moment. Das ist ja eigentlich kein normaler Move. Das kann er mir eigentlich nicht geben. Das wäre dumm. Ja, okay. So schon. So verstehe ich das. Das ist ja nicht das Problem. Schauen wir mal, was er mir jetzt so entgegenwirft. Warum? Ach so, um hier mir schnell... Um mir das beizubringen, dass ich schnell wechseln kann. Ja, okay. Ah, der letzte ist natürlich wieder gemein. Wofür denn die erste Plattform da ist? Wahrscheinlich um das Verhalten der Plattform zu verstehen. Ja, dafür ist die da. Ja, natürlich wieder den letzten. Nein! Alles andere wäre ja auch zu einfach. Warum nutze ich ihn denn nicht einfach? Warum springe ich denn drüber? Ist ja nicht so, dass er Gegner wäre. Dass ich nicht drauf könnte, wollte ich sagen. Ja, jetzt! Aber hier, Mensch. Es ist traurig! Es ist so traurig, dass ich immer den gleichen Quatsch mache. Man fühlt sich so dumm dabei. Man will es nicht tun und macht genau das gleiche wieder. Okay, das wäre jetzt neu. Zumindest neu im Sinne von nicht das gleiche, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Das war auch nicht gerade klug. Sag mal. Ist das mein Ernst? Dankeschön. Unglaublich. So. Ich muss jetzt aber mal gucken, so langsam wird... Ach so. Ah, da ist meine Tür. Hä? What? Wie soll ich denn da hochkommen? Ach, was tue ich denn? Wieso eigentlich hier? Ah, es geht auch mit Dings genauso. Ach so, wegen, weil es ein Short Jump dann ist. Ja, verstanden. Aber wie so, hä? Da muss ein Block sein oder so, ein unsichtbarer. Sonst würde das überhaupt nicht gehen, da drüben. Moin. Ja, moin. Hä? Wie soll ich denn da hochkommen? Ach, was tue ich denn? Oder kriege ich da später noch was für? So komme ich da auf keinen Fall hoch. Na, jetzt moin. Hä? Ich verstehe das nicht. Da ist nix. Also ich spiele es erstmal weiter an der Stelle und guck, ob ich da später hinkomme noch. Jetzt lern halt, dass du da nicht A drückst, Junge. Ja, genau. So. Dann halt nicht. Ja, aber da komme ich nie mehr zurück. Ich muss da jetzt hin. Aber wie? Hä? Da
muss ein Block in der Luft sein. Anders geht das gar nicht. Aber wo ist der? Wo ist der? Vielleicht direkt über mir? Oh, ich hasse es, Blöcke suchen. Das ist doch dumm. Oder geht es anders? Vielleicht bei dem braunen, also bei dem Steinblock vielleicht? Ich setze jetzt ein Safe State. Ich suche das jetzt nicht 3000 Jahre lang ab. Ja, okay. War dann trotzdem noch der offensichtlichste Block. Ist in Ordnung, kann ich akzeptieren. Mama, okay. Uff. So. Predicting Enemy Movement. Wie wird sich der Gegner wohl bewegen? Dies gilt es in diesem Level herauszufinden. Mhm. None of these enemies are on global timers. Ah, nein. Ach komm schon, muss ich da jetzt echt rennen? Na gut, es geht ja besser so. Was tue ich? Lass mich. So, hier kann ich aber nicht rennen. Es reicht nicht. Ja, moin. Möglichst spät drauf, dann sollte es auch reichen. Das war super schlecht. Jetzt kommt er nicht mehr raus, oder? Doch, okay, alles gut. Tschüss. Gut, dass wir im Tutorial gerade mal sind. Das Blöde ist halt am Safeset-Laden, dass man die Toho-Musik nicht so schön mehr hört. Das ist mir schon bewusst. Weiß nicht, was mir lieber ist. Mann! Jetzt habe ich hier gedrückt, ne? Ja, komm, ist egal. Ist egal. Reicht eh nicht. Jetzt aber. Der muss jetzt passen. Der hätte gepasst. Der muss jetzt auch passen. Dankeschön. Mein Gott. Achso, was lese ich da? You can jump to create visual cues for certain objects. Ja.
Ah, ich muss... Moin. Reicht nicht. Wow, mein Timing ist akkurat. Sehr schön. Jo. Typischer Kaisersprung, natürlich. Typischer Kaisersprung und ich verhau ihn dreimal. Wait. Ich komme jetzt da nicht rein. Ich habe mich jetzt eingesperrt. Willst du mich verarschen? Ah, verstanden. So ist das gedacht. Yay, wir haben 15. Das nächste komische Level kann kommen. Da, wirst du wohl. Yay. Okay. Jetzt ist die Frage. Komisches Level. Komisches Level. Auf das ich meine Nerven gleich wieder verlieren werde. In Slow Fall. Stopp. Erst gehen wir hier rein. Hä, was? Oh mein Gott. Also, ich verstehe das schon richtig, dass die Dinger hier immer noch mehr zu bieten haben als jetzt normales Vanilla Kaizo, was ja das Tutorial sein soll. Okay. Puh. Puh. Ah. Natürlich. What? Ach du Schande. Ach du Schande. Alles klar. Ja, das, da muss ich warten ein bisschen. Ein bisschen muss ich unten warten, dann rüber. Okay. Ich sehe schon, kommen gleich wieder Yoshi dazu und alles Mögliche. Und alles wird ganz spaßig. Hehe. Okay, also wenn ich die Sprungtaste gedrückt halte, bleibe ich länger da drin, in dem Zeug. Ah, und dann darf ich nicht. Okay. Thank you.
Ah, so, jetzt passt die Geschichte. Jetzt verstehe ich das auch. Ja, natürlich. Ah, verstanden. Jetzt würde ich warten, bis die Säge zurückkommt. Dazu gehe ich also einmal oben in den rein und dann unten in den. Super. Okay. Okay. Das hätte eigentlich jetzt ganz gut funktioniert. Es könnte sogar reichen, den nur zu nutzen, ne? Den anderen brauche ich, glaube ich, jetzt gar nicht mehr, wenn ich Glück habe. Ja, perfekt. Oh mein Gott, okay. Jetzt will ich in dem Ding drin landen. Ah, ich muss erst hoch. So, und dann will ich durch das Ding durch, damit ich einmal die Kugel, den Cycle mitbekomme. Ahahaha. Was für furchtbare Platten. Mein Gott. Na, ah, jetzt hätte ich loslassen müssen, dann hätte es gepasst. Aber bisher alles nichts, wo ich Slowdown machen muss, weil von der Tastatur her passt es noch. Na, ah, fast. Ich wollte doch nicht Mekai so spielen und ich weiß genau warum. Oh Mann. Oh. Yes, nein. Weil da unten könnte ich ja guten Safeset setzen dann. Der ziemlich sicher auch wäre. Ein sicherer Safe State, versteht ihr? Ein sicher State. Oh Mann. Nein! Oh, das sieht. Gott, danke. Das hätte passen können. Ob der State so gut war. Warum? Der ist besser. Ja, moin. Gibt's doch nicht. Ganz ruhig, Junge, ganz ruhig. Es wird alles gut. Chill doch mal jetzt in dieser Fläche. Dankeschön. Oh mein Gott. Hä? Ach so.
kriege ich den, dann. Genau. Ach so. Jetzt habe ich es verstanden. Wenn der hochspringt, muss ich auch hoch. Damit ich direkt darüber komme. Dann springt er mir da hinterher irgendwie. Oi, 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 oi. So nämlich. Und dann nehme ich ihn hier wieder mit. Können wir davon dann bitte keinen zweiten Raum diesmal bekommen? Nein! Ich hasse alles. Ja klar, kommt da noch eine Stachel. Was? Was? What? Wer spielt denn? Wer schafft denn sowas am Stück? Wer schafft denn sowas am Stück? Außer so ein Dode und Viech. Und Panga selbst halt. So ganz krasse Typen. So verrückte. So. Wie ist das jetzt hier gedacht? Das habe ich noch nicht durchblickt. Das war nicht so gut. Geht das irgendwie noch zu retten? Nein. Hä? Muss ich einfach direkt durch wahrscheinlich. Gar nicht erst mit den Viechern aufhalten. Aber wie? Oder kann ich den vorher fallen? Stelle verstehe ich schon wieder überhaupt nicht. Ja, wahrscheinlich muss ich einfach direkt durch, ne? Aber wie, was? Wie? Wie soll ich denn da durchkommen so easy? Den Dings kann ich auf keinen Fall mit hin noch mitnehmen. Der ist hier weg. Wüsste nicht, ob ich das verhindern, dass ich das verhindern kann. Oder fallen die da auch langsam durch? Oh, Falschtaste. Nee. Ich check's nicht. Der fällt auf jeden Fall sowieso da rein, selbst wenn das nicht der letzte Hit wäre. Das ist egal. Der ist weg. Aber, hä? Hätte ich hier mit Scrollen arbeiten müssen? Dass die eher fallen oder so ein Quatsch?
Kann ja nicht mal scrollen. Doch, kann ich. Nützt aber nichts. Hätte ich irgendwas noch mitnehmen müssen? Gab's doch wohl eine Shell? Nee, gibt's auch nicht. Hey, ich check die Stelle überhaupt nicht. Wahrscheinlich muss ich wirklich möglichst spät da rein. Na, da, wo die Lücke hier ist. Und dann da so... Ah ja, okay. Doch, tatsächlich. Und dann da so durch. Uff. Ja, okay, verstanden. Oh mein Gott, was eine dämliche Stelle. Wahnsinn. Tschüss. What? Oh mein Gott. Was? Ja, cool. Cool. Das hat doch bitte aber diesmal nicht noch mehr als diesen einen Raum. Das hat doch bitte nur diesen einen Raum. Ich finde, es reicht dann auch. Mana gesagt. Oh Mana. Du blöder Hund. Aber es fehlt halt noch irgendwas mit Yoshi, weißt du? Und Yoshi hat er noch nicht eingebaut hier bisher. Oh, verdammt, da kommt noch ein Raum. Sonst wäre hier nämlich eine Yoshi-Coin. Gib mir die Yoshi-Coin. Komm, gib mir die Yoshi-Coin. Oh mein Gott. Oh, was? Natürlich. Natürlich! Das weiß man ja auch, wo die hochkommen. Hä? Hä? Also ich nehme halt an, ich soll die Shell da mitnehmen. Aber... Hä? Das passt überhaupt nicht zusammen.
Es fällt halt nicht auf ihn drauf, muss ich noch einen Cycle vielleicht abwarten. Ja, jetzt passt es besser. Mein Gott! Nein! Okay. Alles gut. Alles gut. Oder auch nicht. Woher weiß man denn, ob das passt jetzt vom Timing her eigentlich? Das ist doch komplett random wieder. Das passt halt überhaupt nicht. Aber woher weiß man das denn vorher, dass das jetzt nicht passt? Also Entschuldigung, das ist doch dumm. Ich kann doch nicht riechen, wann das passt und wann nicht. Ja, jetzt geht das Ding ja da hoch, da kann es erst recht nicht passen. Oh mein Gott, ey. Aber so passt es halt nicht. So passt. Nee, so passt es halt auch nicht. Aber das weiß man doch erst, wenn man dort war. Das kann man doch vorher nicht abschätzen. Das könnte halt jetzt passen. Yes. Nein, was? Ich kann doch gar nicht viel später drauf. Natürlich. Okay, wow, ich kann tatsächlich später. Oh mein Gott. Jetzt muss ich echt warten. Und dann, ja, okay, das könnte hinhauen. Dann, wenn der so hoch geht. Holy shit. Ja, es passt, es passt, es passt. Oh mein Gott, es passt. Das ist ja richtig sick, Mann. Jetzt passt das wieder nicht. Ey! Sag mal, merkt der Typ noch was? Das ist komplett random. Oh mein Gott, es passt.
muss länger da oben bleiben. Oh. Wie habe ich das denn gerade gemacht, dass ich da länger oben bleiben konnte? So. Oh mein Gott. Oh, das ist nicht das. Ja, super. Wie soll ich denn den Ball jetzt ausweichen? Hinterher, den Ball hinterher. Okay. Ajojojoj. Wait, ich muss jetzt schneller. Nein, das war schlecht. Nein, das war schlecht. Ich muss da schneller runter. Oh, verdammt. Oh, es geht noch. Nee, es geht nicht mehr, oder? Muss ich den vorher erwischen oder nachher? Hör auf! Okay, es muss reichen. Nein! Aber ich hab's falsch gemacht. Ich muss ja ein bisschen höher immer gehen. Um ihn maximal auszunutzen. Das war nicht maximal ausgenutzt. Nee, das reicht nicht. Schande. Aber noch später kann ich ja auch nicht drauf. Ich probier's mal in Slow-Mo. Ich glaube nämlich, ich muss es wirklich so machen, dass ich den immer wieder so antriggere, so ein bisschen, also so, dass er so ein bisschen, ne? Also zum einen muss ich da super knapp rein und dann muss ich immer ein bisschen in der Luft bleiben. Aber eben nur ein bisschen. So, dass es gerade hoch geht, deswegen ist es ja auch da höher. Aber so, dass ich eben nicht die Dings berühre. Ja, so, ne? Das meine ich. Und das muss ich ein paar Mal machen. Das geht halt nur vernünftig mit Slow-Mo. Also, es geht auch ohne, aber ich krieg's nicht hin. Also, jeder Hit muss höher gehen als der eine vorher. Dann sollte es funktionieren nachher. Scheiße. Ah, jetzt stirbt er an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Wir werden sehen. Ich fürchte nicht. Aber ich werde es noch nicht testen können, wenn ich immer wieder da oben sterbe. Nein, es reicht eben noch gerade nicht. Also nochmal zurück.
Jetzt habe ich befürchtet, dass ich wieder da unten bin. Falsche Taste. Macht nichts, ich komme noch rein. Gerade hoch, aber eben nicht ganz hoch. So. Und das müssen wir jetzt jedes Mal wieder machen. Eins. Nicht. 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 Schlecht. Passt. Passt nicht. Nein! Das wird halt nicht reichen, wenn ich nur so ein bisschen hochkomme, ne? Das ist jetzt fast zu bald gewesen. Da muss ich ein bisschen warten. Was eine dumme Stelle. Die ist halt selbst mit Slow-Mo echt unangenehm. Sieht man ja. Oh, nee, ich. Wir machen das beim nächsten Mal weiter. Ich muss das jetzt mal hier abbrechen. 52 Minuten reicht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.